Hi, ich bin Kim und ich zeige dir heute, wie du dir ganz einfach so eine coole Holo-Handyhülle machen kannst. Dazu brauchst du holographisches Tape, das gibt es zum Beispiel im Bastelladen, ein Lineal, ein Cuttermesser, eine Schere, natürlich eine passende Handyhülle, ich habe zwei, weil ich eine verschenken möchte, und am besten einen etwas dickeren Flyer als Unterlage. Als erstes klebst du das Tape auf deinen Flyer. Danach legst du das Lineal parallel an und schneidest vorsichtig mit dem Cuttermesser am Lineal entlang. Drück dabei nicht zu fest auf, damit du die Unterlage nicht zerschneidest. Danach kannst du die Streifen einzeln abziehen und sie auf deine Handyhülle kleben. Achte dabei darauf, dass immer etwas vom Streifen übersteht, sodass du die Hülle umdrehen kannst und den Streifen nach innen kleben kannst. Das ist wichtig, damit die Streifen nachher nicht so leicht von der Hülle abreißen. Außerdem sieht man das Überstehende im Inneren der Hülle ja nicht. So verfährst du einfach mit so vielen Streifen, wie du möchtest. Natürlich kannst du dabei auch ein Muster mit den Streifen entstehen lassen. Ich habe sie hier ganz wild aufgeklebt. Und schon ist deine Handyhülle fertig.